Genau, Rick. Och nein. 2 Punkte. Du Arsch. Fuck. Das habe ich mir aber ein bisschen anders vorgestellt. Och nö, Schwart. Na, ja. Ich möchte gern Bart Simpson Parodie. Genosse Kommandant. Gut, dann werden wir uns mal um möchte gern Bart Simpson direkt mal kümmern. Indem wir mit unserem Jetpack rüberfliegen werden. Das dürfte ordentlich Schaden angerichtet haben. Ja, das Zelt ist weg. Sehr gut. Okay, ey. Oh, der hat nur noch 48 Punkte. Ja, gut. Dann lese mit dem TNT-Satz nochmal nach und dann dürfte das Ding erledigt sein. Und tschüss. Weiter so. Die Schwächlinge können einpacken. Ich weiß nicht, wie das hier war mit den Orden. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, wie das war. Verdammt. Na, was willst du machen? Er überlegt. Scharfschützen. No. Im Namen der Föderation. Und immer wieder auf mich. Danke. Auch wenn ich rutsche ich jetzt runter. Das könnte ein historischer Sieg werden. Ja, historisch oder nicht. Es wird ein Sieg. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal das letzte Sanitätszelt zerlegen. Und dafür ist der Alex ganz gut geschaffen. Und dann wird der nächste Kampfkeiler, also in dem Fall ich selber, sich dann um die Orden kümmern. Ich glaube, dann spawnen die Orden, wenn alle Sanitätszelte zerlegt wurden. Ich glaube es zumindest. Ich bin mir echt nicht sicher, wie das genau war. Genossen. Können wir das nicht bei einem Wodka besprechen? Ich weiß nicht, ob der Alex Wodka trinkt. Ich bin so stolz auf dich, dass ich dir einen dicken, fetten Orden abwerfe. Nicht verbummeln! Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der gerne Wodka trinkt. Müsste man ihn mal fragen. Gegenwehr erscheint angebracht. Laszlo! Er trifft natürlich. Er trifft immer. Wenn du es nicht nötig hast, deine Orden aufzusammeln, brauche ich auch keine zu schicken. Ja. Hör auf rumzumeckern und lass mich zocken. So. Kollege. Während ich mir mal den Orden hole hier. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem zweiten Orden war. Das habe ich echt vergessen. Gibt es überhaupt einen zweiten Orden? Ach nee, der zweite Orden war, glaube ich, verbuggt, ne? Hier war der zweite Orden, glaube ich, verbuggt. So war das. Richtig. Na komm, heil dich mal. Aber bitte ohne das Luftschiff abzuschießen. Danke. Dann kann sich der Laszlo, denke ich mal, um Speck kümmern. Freie Schussbahn, Captain. Ich meine, der zweite Orden war tatsächlich verbuggt. Oder gab es hier sogar 3 Orden? Ich weiß das gar nicht. Wenn du diese Schlacht gewinnst, erwartet dich eine Konfetti-Parade. Ja. Aber wie gesagt, wir kriegen sowieso nicht alle Schweine befördert, also von daher kann ich ruhig ein paar Orden liegen lassen, denke ich mal. Also einer war hier auf jeden Fall verbuggt, das weiß ich noch. Oder wurde nicht richtig entwickelt, irgendwie so war das. Auf jeden Fall wird der Lastman jetzt Schluss machen, denke ich mal. Herrje, jetzt wird's auch noch laut. Genau. Alter, der ist geflogen. Ich bin getroffen, Captain. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es hier 2 oder 3 Orden gab. 2 Orden, genau. Und einer davon war nämlich verbuggt. Sehr gut, die Mission ist auch geschafft. Ging ja locker flockig von der Kante. Also wir schaffen dieses Mal auf jeden Fall mehr als in der ersten Hälfte. Nachschlag gefällig. General dreht feindliche Schweinehunde durch den Wolf. Sehr, sehr geil. Weil dadurch, dass dieser eine Orden im Schlachthaus Nummer 5 nämlich ohnehin schon fehlt, sind wir nämlich nicht in der Lage, alle Schweine in die letzte Position zu, in die vorletzte Position, die letzte gehört ja der KI, zu befördern. Genau aus dem Grund. So. Okay, dann speichern wir das mal. Ich speichere das immer hier, falls was schief laufen sollte mit der Aufnahme, dass ich nochmal neu spielen kann.
Das hatte ich ja eingeführt, nachdem ich einen Absturz hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Spiel das war. Jedenfalls gehen wir jetzt in die nächste Mission ins Versteckspiel. Bioshock 2 Minerva's Den war das, glaube ich sogar. Auch schon eine Weile her, dass ich das Let's Played habe. Und wir kämpfen wieder mal gegen die Briten. Ja, schon lange her, dass wir gegen die Briten gekämpft haben. Ich bin gespannt. Versteckspiel. Unsere mutigen Spione haben die Basis des feindlichen Geheimdienstes lokalisiert. Handeln Sie schnell und bringen Sie diese Verräterschweine zur Strecke. Wachsam bleiben. Ach ja, das war die Mission. Bis auf die Grundmauern vernichten. Ach ja. Richtig, ich erinnere mich an diese Mission. Mist, verdammter! Richtig. Ja, ja, ich erinnere mich an diese Mission. Das war eine richtig fiese Mission. Das weiß ich noch. Da waren, glaube ich, alle gegnerischen Schweine Spione. Das war eine richtig fiese Mission. Die kann ich mich gut erinnern. Und da sind wir jetzt bei der unzerstörbaren Kisten. Die wir ja seit der letzten Mission in Australien lieben gelernt haben. So rum. Ja, genau. Ja, ja. Das war eine richtig fiese Mission. An die erinnere ich mich gut. Ich glaube, bei der hatte der Alex da Schwierigkeiten? Nee, Schwierigkeiten. Er hatte Schwierigkeiten, an den Orden ranzukommen, ja. Das weiß ich noch. Der trifft bestimmt. Na? Nee. Da. Ich hab Glück gehabt. Man muss auch mal Glück haben, ne? Gut, dann werden wir uns mal der Spionenbedrohung annehmen. Ach, da steht er ja schon. Guck mal an. Und der Laszlo flickt erstmal seine Schwarte. Los, Laszlo. Eine schöne Clustergranate auf den Feind. Hey, ihr da! Ich fürchte, ich muss jetzt feuern! Das war ein bisschen zu hoch. Verdammt. Egal. Passiert. Ich will die beiden Orden haben. Ja, Arschlöcher. Und immer wenn ich jetzt sage, ja, Arschlöcher, muss ich immer an Sketch History denken. So schlimm ist das inzwischen. Los geht's. Na, das war klar. Ich werde jetzt wieder krank. Das kenne ich ja schon. Aber glücklicherweise haben wir ja noch unseren Chefsanitäter, den Ricardo, dabei. Der wird mich erstmal behandeln. Gesundheit. Sehr schön. Somit haben wir schon mal die Wirkung der Schweinepest aufgehoben und der Ricardo wird nebenbei dafür sorgen, dass dieser Spion eine Weile aussetzen muss. Ja, oh! In die Brust! Im Auftrag Ihrer Majestät, der Partei. So. Somit ist das Problem schon mal gelöst erstmal. Und wir können uns die anderen Spione vornehmen, beziehungsweise die Kisten. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass wir jetzt nur noch 30 Sekunden Zeit haben. Also die Zeit wird wirklich immer knapper. Irgendwann geht sie, glaube ich, nur noch 15 Sekunden. Also so extrem ist das. Man muss zum Schluss wirklich schnell sein. Na, setzt er wieder die Schweinepest ein? Oder tarnt er sich? Er setzt die Schweinepest ein. Immer wenn es ein bisschen länger dauert. Entweder setzt er die Schweinepest ein oder Tarnung. Im Geheimdienst. Also so kann man sich das manchmal merken. Und schon wieder bin ich krank. Und der Rick auch. Sicher, Genosse. Und hätte er noch weitergemacht, hätte er noch ein paar andere Kollegen angesteckt. Also seine eigenen Schweine. Oh Mann. Wir müssen diese scheiß Orden da freikriegen. Deswegen werde ich mal die Bazooka abfeuern auf dieses Gebäude da oder was das da sein soll. Zeit für die Drecksarbeit. Volltreffer. Also die Tür ist schon mal weg. Super. Also der Ricardo und der ich sind krank. Ach, der Alex wird auch noch krank. Oh Mann. Er liebt es, uns alle krank zu sehen. Aber da ist ja eine Kiste, da kann er sich umgehend behandeln. Ja, genau, Alex. Sag ja, da ist eine Kiste, kannst du dich gleich behandeln. Und dann machst du mal einen kleinen Ausflug. Das müsste gehen.
Das müsste den Gegner noch ein bisschen Schaden gemacht haben. Ja, ja, ich weiß, die Zeit drängt. Nein. Wenn die Steuerung manchmal... Oh, viel zu hoch. Viel zu hoch, aber egal. Fuck. Ja, wenn, das ist, wenn die Zeit drängt. Das ist einfach scheiße. Wenn die Zeit drängt. Ich hasse sowas. Wenn die Zeit mich drängt. Sowas finde ich immer zum Kotzen. Auch was Aufnahmen angeht. Deswegen habe ich immer lieber gerne ein bisschen mehr Vorrat als fast gar keinen Vorrat. Weil mir geht das immer auf den Geist, wenn ich keinen Vorrat habe. Hackfleischgranate! Ich möchte in Ruhe aufnehmen können und nicht unter Druck. Was soll das jetzt? Er hat sein eigenes Schwein auch erwischt. Finde ich gut. Ja, wie gesagt, sowas stört mich dann immer, wenn man so den Druck ausgeliefert ist. Das finde ich gar nicht geil. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, damit dürfte ich auch wieder gesund sein. Und dann kümmern wir mal uns um diesen Spion da. Der geht mir nämlich ganz schön auf den Nerven. Es ist Zeit zu sterben, Hundesohn. Hoffentlich erwische ich den Alex dabei nicht. Jo! Und der floh. Ah, der ist fast erledigt. Finde ich gut. Arti hat auch schon ein bisschen was mitgekriegt. Finde ich gut. Immer rauf da. Es dürfte übrigens auch die letzte Mission in der zweiten Hälfte sein. Das sieht nach Dynamit aus. Jo, das ist Dynamit. Schade, hätte da nicht Hügel oder sowas sein können? Muss das sein. Wehr dich, Laszlo. Der hat es gewagt, auf dich zu dir eine Dynamitstange unterzujubeln. Na, wenn das mal geht, gut. Das geht gut. Du bist der Lassman, da muss das gut gehen. Jo. Ach ja, der Ricardo ist ja auch betroffen. War hier noch ein Schwein krank? Nee, ich war noch krank, ja, aber ich habe mich ja behandeln können. Gut, Rick, dann machst du Folgendes. Erstmal verziehst du dich aus der Front. Möglichst weit weg von jeglichem Feindkontakt und dann wirst du dir mal eine Medizinpfeil verpassen. Beziehungsweise, das ist sicherer, eine Medizinball. So. Damit dürfte der Rick wieder fit sein. Im Kampf gegen die ganzen Spione. Also ihr seht, wir haben es gegen 5 Spione zu tun. Und zwei davon haben schon ordentlich auf die Fresse gekriegt, beziehungsweise 3. Einer musste ja aussetzen gerade und ist nebenbei noch krank. So, was will er jetzt machen? Das Schöne ist ja, dass auch die KI nur 30 Sekunden Zeit hat, aber er kann sie viel besser verwerten als man selber. Das ist der Vorteil der KI eben halt, ne? Och, nö. Das hat doch keinen Stil. Nee, das hat wirklich keinen Stil, das ist richtig. Ja, Genosse, komm. Ey, wehr dich! Du bist der L-Man, du musst dich wehren. Ergebt euch, Borstenviecher! Genau, wehr dich, L. Mensch, immer dieser Splittertreffer ist ja furchtbar. Ja, da ist fertig, ja. Unter Protest. Das ist der Alex. That is the Alex. Ne, ist klar. Machen wir es mal so. Köpfchen gegen Krieger. Auch wieder so ein splitterhafter Treffer. Mensch. Der ist noch nicht betroffen. Oh, das ändern wir auch noch. Okay, der tarnt sich erstmal. Auch gut. Mhm. Scheiße. Genau, sehe ich auch so. So. Ach ja, der ist ja auch wieder dran, ne? Obwohl, der ist krank. Den lassen wir erstmal in Ruhe. Ey, ich will den Airburst haben. Warum drückt er manchmal nicht? Ich verstehe das nicht. Also manchmal wertet er das irgendwie nicht. Kaputt. Volltreffer. Sehr gut. Nebenbei noch die Kisten jetzt getroffen. Jetzt habe ich einen Splitter im Hof. Wunderbar. Ein Spion und schon mal weniger. Den Rest schaffst du auch noch. Das nimmt schon mal ein bisschen Druck von uns, wenn schon mal ein Spion weg ist. Der Spion ist auch schwer angeschlagen, das dürfte der nächste dann sein. Ach nee, jetzt kommt der Rick erstmal dran. Da,
Nein, The Last Man. The Last Man. The Last of Us. Ne, ist klar. Also mit SZ, ne? Ist klar. Ich hätte bleiben sollen bauen. Nö. Volltreffer. Ja, der ist krank und er tarnt sich. Finde ich gut. Zu Befehl. Gut, der Rick, der Ricardo. Dann guck mal, was du reißen kannst, Rick. Wir müssen diese scheiß Kisten aufkriegen, damit wir an die Orden rankommen. Und erst dann können wir den Gegnern den Rest geben. Und auch erst dann, wenn das erledigt ist, können wir die Session beenden. Die zweite Session, tatsächlich. Also es ist kein Witz, es ist die zweite Session und wir sind schon so weit gekommen. Es ist nicht schlecht. Schießen? Sofort, Genosse! Schade. Sprengstoff war zu schwach. Ja, tarn du dich, Mann. Sicher, Genosse, Kommandant. Ja, sicher, Genosse, Kommandant. Ne, den Airburst behalten wir uns mal vor. Könnte ja sein, dass wir den noch brauchen können. Der Bazooka-Schuss, der letzte, der war ganz gut. Vielleicht kannst du da nochmal nachlegen. So gewollt. Echt blöd, diese scheiß Kisten zu zerlegen. Das ist so, weiß ich nicht, die haben sie ein bisschen zu stark gemacht, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hält ganz schön auf gegen den Gegner. So, was willst du jetzt machen, Rüssel? Hm? Na, was willst du machen? Er tarnt sich, okay? Muss das sein? Ja, Alex, das muss sein. Da kommst du nicht drum herum. So. Da kommst du nicht drum herum, Alex. Wie proletarisch. Hoppla. Irgendwann kriegen wir diese Scheißkisten noch. Na, will er auf Laszlo schießen oder versucht er zu flüchten? Nee, das sieht so aus, dass er zu Laszlo geht. Geil, er packt sich fest. Ja, der TNT hörst du nicht mehr, die hast du schon verbraucht. Sauber geil. Und vorwärts! Au. Mist, verdammter! Das war nicht nett. Du wirst zu Brei gemacht. Ach, Mensch. Ja, der ist krank. Das wissen wir ja. Wo will er hin? Es gibt keine Medizinkiste mehr, bis auf die eine da ganz hinten. Aber da kommt er nicht rechtzeitig ran. Was willst du machen, KI? Wir haben übrigens die Stunde fast erreicht, aber wie gesagt, das Szenario werden wir noch beenden in dieser Session. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich eine Session überziehe. Bestimmt auch nicht das letzte Mal. Muss das sein? Ja, Laszlo, das muss sein, denn er hat auf dich geschossen. Er hat es gewagt, auf dich das Feuer zu eröffnen und du gibst ihm jetzt einen Headshot. Das kann doch nicht sein, gut. Das ist sehr gut, denn jetzt hat er seinen zweiten Spion verloren. Ach, nur ein Kratzer. Sehr gut. Weiter so. Die Schwächlinge können einpacken. Wir müssen uns erstmal unbedingt um diese scheiß Kisten kümmern. Denn den hat er auch noch. Der ist ja auch fast fertig. Ein Spion hat er, glaube ich, noch, der komplett fit ist. Aber auch nicht mehr sehr lange, hoffe ich. Es ist nur diese verdammte Scheißkiste. Wenn diese Scheißkiste platt ist, dann haben wir den Gegner. Es ist nur diese blöde Kiste, die so viel Zeit frisst. Na, was willst du machen? Was willst du tun, Gegner? Oh, gar nichts. Das ist auch mal gut. Ach, Rick, du bist Sanitäter, ne? Also, dann mach mal das, was man eigentlich hier in Deutschland nicht machen darf. Nämlich aktive Sterbehilfe. Da, du böser Feind! Das ist in Deutschland nämlich verboten. Obwohl, ich das passt schon, Sir. Weiß gar nicht, ob das schon legalisiert wurde, aber ich meine, das ist noch verboten in Deutschland. Wir werden, ich glaube, in manchen anderen Ländern ist das tatsächlich erlaubt. Also, wenn jemand sagt, der so krank ist oder irgendwie im Koma liegt und da nicht rauskommt oder hirntot ist oder sowas, dass er dann testamentiell oder über Verwandtschaft sagen kann, dass er nicht mehr leben will und dann kann er sich dann
Ja, dass sie nur noch Geräte diesenjenigen am Leben erhalten, dass er oder die Verwandten, er selber kann es ja nicht mehr, also dass die Verwandten dann sagen, Mensch, stellen Sie bloß die Geräte ab. Oder er macht es per Testament, dass er dann sagt, wenn das soweit kommen sollte, dass ich von Maschinen abhängig bin, dass er dann sagt, so möchte ich nicht leben, dass er dann sagen kann, bitte stellen Sie die Geräte ab. Ich glaube, das geht. Aber in manchen anderen Ländern, ich glaube in Deutschland, ist es aber nicht erlaubt. Die erste Kiste ist kaputt. Sehr gut. Eine Kiste ist schon mal hinüber, aber die andere Kiste hält noch. Der röckelt sich da zu Tode. Da habe ich nichts gegen, das kann er gerne machen, dann hat er nämlich nur noch einen übrig. Das ist ganz gut. Unter Protest. So, Alex, ja, dass du protestierst, das wissen wir ja inzwischen. Wir wissen ja alle, dass du ein alter Protestant bist. Der blanke Machtmissbrauch. Und das war die zweite Kiste. Und somit ist der Gegner jetzt fällig. Ach, da ist der alte Sack. Okay. Verstehe, da hat er sich versteckt. Gut, um den werden wir uns kümmern. Ich denke mal, der Kranke wird irgendwann von selbst verrecken. Ja, oder sammel für mich die Orden ein. Das kannst du auch machen. Aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Oder pack dich fest. Mach, wie du meinst. Genau, tarn dich einfach. Das Beste, was du machen kannst. Scheiße! Wieso scheiße? Du nimmst jetzt die Orden mit? Na, ich sag dir, du nimmst die Orden mit. So. Du hast ein Jetpack noch, dann setz das mal ein. Weil ich will nämlich mal wissen, was in dieser Kiste drin ist. Dann können wir eigentlich schon das Feuer auf den einen Fitten noch eröffnen. Clustergranaten. Aha. War das da? Nee, das war... Scheiße, das war da unten. Sehr gut. So erwischen wir ihn auch noch. Hauptsache, wir erwischen ihn. Und der Gegner ist inzwischen so schwach, dass zwischen schon ein Scharfschützenschuss ausreicht, um ihn zu erledigen. Scheiße, er schießt auf mich. Ouch. Wenn du diese Schlacht gewinnst, oh, Laszlo, du sahst aber auch schon mal besser aus. Eieiei. Laszlo, du hast aber auch schon mal besser ausgesehen, du. Schon mal frischer. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ach, bomben wir den Spion mal runter hier. So. Jetzt sitzt er quasi auf dem Präsentierteller. Oh oh. In eurer Haut möchte ich nicht stecken. Ey! Scheiße. Zu Befehl. Zum Glück ist jetzt der Rick dran, unser alter Heiler. Kümmer dich um ihn, Rick. Heil ihn bloß, arme Sau. Also ihr seht, ohne Sanitäter in der Kampagne wäre man ziemlich aufgeschmissen. Also wenn ihr selber mal Frankschweine spielen solltet, obwohl das Spiel heutzutage sehr teuer ist, aber vielleicht besitzt ihr das ja noch aus alter Zeit, kann ja sein. Ich tue nur meine Arbeit. Dann nehmt unbedingt einen Sunny mit. Weil der Sunny, der kann euch aus mancher Situation echt retten, auch wenn er sehr empfindlich ist. Und der röchelt sich doch einfach mal. Das ist in Ordnung. Oh, siehst du, das andere Schwein ist auch fast erledigt. Wunderbar. Also das Ende dieser Session kommt immer näher. Liebe Leute. Und der Überzug wird gar nicht so heftig. Genosse Kommandant. So, ey. Es wird an der Zeit, dass du mal einen nächsten Kill machst, indem du diesen Spion zur Hölle fahren lässt. Fahr zur Hölle! Au! Schweinehunde! Und tschüss! Bravo! Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Schnitte. Und da war es nur noch einer. Und der röchelt sich sowieso zu Tode. Also so oder so ist das Ende der Session gewiss. Du bist ja ein richtiges Kampfschwein, mein Junge. Weiter so! War ein Geheimdienstagent, der total erkältet ist. Fällt ja auch überhaupt nicht auf, ne? Versteckt sich gerade im Versteck des Superschurken. Dann, Raschi! Was war das? Ist klar. Dabei. Er müsste da gewesen sein.
Los, Alex. Vorsicht, da hinten. Das war's. Ja! Yes! Geil! Das nenne ich Fortschritt. Sehr geil. Das war die dritte Mission in Schwartistan. Ja! Super. 4 Orden gibt es dafür. Sehr geil. Yeah. Vielleicht können wir sogar schon den ersten neuen Rang verleihen. Hip hip hurra! Feinschweine kalt abserviert. Genau so sieht's aus. Und den Rick, den werde ich wie gesagt erstmal als Sunny behalten. Giftmischer ist die nächste Mission. Und wir können alle Schweine befördern. Und das werde ich auch tun. Mich selber, ich bin ja so ein alter Egoist, wie wir alle wissen, befördern. Und wir haben somit unseren ersten Helden. Ist das nicht geil? Das ist der höchste Rang, den unsere Schweine erreichen können. Den Rang eines Helden. Ja, wie gesagt, dann werde ich nochmal mit euch abspeichern. Dann schauen wir uns die Statistik an, wie viele Kills unsere Schweine hingelegt haben. Von den Spaten in Friends. Und ja, wie gesagt, dann werden wir uns in der nächsten Session weiter am Schwartistan kümmern. Und vielleicht kommen wir dann sogar schon nach Kochschinkien. Man wird es sehen. In den letzten Kontinent. So, dann schauen wir mal, was für Kills unsere Schweine hingelegt haben. Also, ich habe 7 Kills. Das ist nicht viel. Der Laszlo, das alte Killerschwein, hat 22 Kills auf seinem Konto. Der Rick, unser Chirurg, der hat 14 Kills. Der Alerik hat 16 und der Alex hat 20. Das heißt, unser Laszlo ist unser bestes Schwein hier. Laszlo, du weißt Bescheid. Und ich bin das Schlechteste. Aber ich habe den höchsten Rang. Auch mal geil. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, in der nächsten Session werden wir uns dann in die Mission Giftmischer stürzen. Mit Elan, hoffentlich ohne Kopfschmerzen. Nicht so wie in der ersten Hälfte. Das war ja wirklich nicht so schön. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt mir weiterhin gewogen in diesem Let's Play, wenn es dann wieder heißt Let's Play Frontschweine. Aber bis dato heißt es nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.